Hey du, bitte vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht hast, und das Video zu teilen. Diese Geschichte ereignete sich in der ländlichen Gegend, in der ich lebe. Ich lebe in einem Dorf auf dem Land, umgeben von Bergen, wo die Feuerwehr jeden Tag um 9, 12 und 18 Uhr eine Sirene ertönen lässt, die die Uhrzeit anzeigen soll. Diejenigen, die in der Stadt leben, werden das wahrscheinlich nicht verstehen, aber für Menschen wie mich, die dort geboren und aufgewachsen sind, war das ein ganz normaler, alltäglicher Vorgang. Als ich in die Highschool kam, gab es keine Spielhallen oder Karaoke-Bars, in denen man Spaß haben konnte. Alles, was wir hatten, waren Berge, Flüsse und ein Damm am Rande des Dorfes. Doch selbst in unserem beschämenden kleinen Dorf gab es einen Ort, den alle für einen schrecklichen Geisterort hielten. Es war das alte kaiserliche Militärkrankenhaus und Gerüchten zufolge war es ein furchterregender Ort. Um dorthin zu gelangen, musste man einen gesperrten Bergpfad nehmen, den nur die Einheimischen kannten, und dann etwa 2 Stunden mit dem Fahrrad durch die Berge fahren, um es zu finden. Diese holprige Schotterstraße war nur breit genug für ein einziges Auto, sodass die meisten Leute sie sahen und dachten, ah, Sackgasse. Von meinen Eltern erfuhr ich, dass es sich um ein verlassenes Krankenhaus handelte, aber niemand dachte wirklich, dass sie dort draußen ein Krankenhaus bauen würden. Nein. Wir Kinder nannten es stattdessen die geheime Experimentieranlage. Wenn man so einen Ort auf dem Land baut, dann werden sich die Leute darüber wundern. Und für uns war es eine Mutprobe. Wenn du nicht schon einmal dort gewesen warst, dann warst du nicht wirklich ein Mann. Als ich in der ersten Klasse der Highschool war, wurde ich von einem der älteren Schüler getauft. Offenbar war es eine Regel, den Ort geheim zu halten, bis die Leute das Highschool-Alter erreicht hatten. »Hey, hörst du zu? Geh heute Abend dorthin und komm morgen wieder«, sagte er. Und anscheinend konnte nicht jeder an dieser Mutprobe teilnehmen. Nur ich, A und B, Kinder, die in der Junior High School straffällig geworden waren, waren ausgewählt worden. A und B sind Kosenamen, da ich sie schützen möchte. »Die ruhigen Kinder könnten das niemals durchziehen«, war ihre Antwort. Doch an diesem Abend machten wir uns mit einem schwarzen Stift, den wir von den älteren Jungs bekommen hatten, einer grob gezeichneten Karte und einer Taschenlampe aus dem Haus auf den Weg, schlichen uns hinaus und fuhren mit dem Fahrrad los, um die geheime Experimentieranlage zu finden. Auf dem Zettel standen folgende Anweisungen. Um 21 Uhr losfahren, um 23.30 Uhr ankommen. Schreibt euren Namen mit dem Stift auf das Schild. Rennt so schnell ihr könnt weg. Die gesamte Fahrt würde 5 Stunden dauern, nachts mit dem Fahrrad. Also waren wir etwas genervt, aber auch aufgeregt. Wir unterhielten uns, während wir die dunkle Bergstraße hinauftrampelten. »Glaubst du wirklich, dass es dort ist?«, fragte B. »Ich höre zum ersten Mal davon«, sagte ich. »Wenn es so ist, ist das ziemlich beängstigend, oder?« »Wenn nicht, werde ich sie morgen windelweich prügeln«, sagte A. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir mehr Angst vor der Bergstraße als vor diesem Ort. Wir hatten von den älteren Jungs gehört, dass diese Einrichtung von Stacheldraht umgeben war, einen Zaun, der sich weit und breit um den Ort herum erstreckte. Da es unmöglich war, hineinzukommen, war alles vorbei, sobald wir unsere Namen auf das Schild an der Vorderseite geschrieben hatten. Da wir nicht hineingehen mussten, dachten wir ehrlich, dass es eine leichte Aufgabe sein würde und machten uns keine allzu großen Sorgen. Die Angst, 2,5 Stunden allein auf einer dunklen Schotterstraße in den Bergen zu fahren, war jedoch etwas zu viel, also unterhielten wir drei uns, um diese Angst zu verbergen. Nachdem wir etwa 2 Stunden gefahren waren, leuchteten die Lichter unserer Fahrräder plötzlich auf einen großen Baum, der die Straße versperrte. »Oh, Scheiße, pass auf!« schrie A. »Hey, wow! Alter!« rief B. »Der muss letztes Jahr beim Taifun umgefallen sein«, vermutete ich. Wir stiegen von unseren Fahrrädern und beschlossen, sie rüberzuheben. Zuerst packten A, B und dann ich unsere Fahrräder, um über den riesigen Baum zu klettern. »Ah!«
schrie ich. In dem Moment, als ich über den Baum kletterte, bewegte sich etwas wie ein weißes Tuch auf dem Boden unter uns. Überrascht fiel ich mit meinem Fahrrad hin. »Hey, hey, was machst du denn da?« rief A. »Was ist passiert?« mischte sich B ein. »Ey, hört auf, Unsinn zu machen!« schrie ich. Doch sowohl A als auch B schauten verwirrt. »Ihr habt doch gerade versucht, mich mit diesem weißen Tuch zu erschrecken, oder?« »Hä?« sagten beide. Sie sahen mich verständnislos an, während ich wütend wurde. »Vielleicht hast du dir das nur eingebildet, Alter«, sagten sie, und ohne viel darüber nachzudenken, stiegen wir alle wieder auf unsere Fahrräder und fuhren weiter. Nach 2,5 Stunden Fahrt kamen wir endlich an, genau zur richtigen Zeit. Es gab eine 3 Meter hohe Tür, die mit Stacheldraht bedeckt war, um zu verhindern, dass sie geöffnet wurde. Der Stacheldraht setzte sich links und rechts davon fort. Wir leuchteten mit unseren Taschenlampen in die Ferne, aber es schien endlos zu sein. Boah, scheiße, das ist gruselig, sagte B. Können wir das Gebäude von innen sehen? Fragte ich. Ach, das ist langweilig, lass uns das einfach hinter uns bringen und hier verschwinden, sagte A. B und ich waren uns einig, dass es sinnlos wäre, hier herumzuhängen, also schrieben wir unsere Namen mit dem Marker auf das Schild. Kein Zutritt erschien in großen Buchstaben unter unseren Lichtern. Wow, das sind alte Buchstaben, sagte B. Die sind ein bisschen seltsam, oder? Hey, schau mal hier drüben, sagte A und zeigte auf etwas. Auf der Tafel standen unzählige Namen. Alle Kinder, die vor uns gekommen waren. Aber darunter war eine seltsame Kritzelei. Verschwindet hier vor Mitternacht. Pff, wie dumm, sagte A. Was zum Teufel ist das? Lass uns hier verschwinden, sagte ich. Auf dem Papier, das sie uns gegeben haben, steht auch, dass wir so schnell wie möglich hier raus müssen, stimmte B zu. A warf einen kurzen Blick auf seine Uhr. Hey, es sind nur noch 10 Minuten bis Mitternacht. Lasst uns warten. Ey, auf keinen Fall, lass uns nach Hause gehen. Nun, wenn es nur noch 10 Minuten sind, dann von mir aus, stimmte ich doch zu. Wir hatten B letztlich überstimmt, also haben wir uns am Ende darauf geeinigt zu warten. Es war kurz vor Mitternacht. A begann einen Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nichts passierte. Dachten wir zumindest. Eine laute Sirene ertönte aus der geheimen Experimentieranlage hinter dem Stacheldrahtzaun. B und ich gerieten in Panik und sprangen auf unsere Fahrräder, um zu fliehen. »Hey, schämt ihr euch nicht?« rief A uns hinterher. »Was? Was meinst du? Lass uns hier verschwinden!« Ach, »rennt doch nicht weg, das ist die Pointe!« »Hä?« »Die Jungs wussten, dass die Sirene genau dann ertönen würde, wenn wir gehen wollten. Die wollten uns doch nur Angst machen.« B und ich sagten nichts. »Wir sind besser als das. Lasst uns an ihnen rächen.« »Hä? Wie?« A lächelte, als wäre es ein Kinderspiel. »Lasst uns reingehen.« A war größer als wir und benahm sich wie der Anführer. Natürlich hatten wir Angst, aber wir konnten uns nicht gegen ihn stellen. Ich zögerte, aber ich wusste, dass A sich selbst als Held sah und auf uns als Feiglinge herabschauen würde, wenn wir nicht zustimmten. Also machten wir mit. B widersetzte sich bis zum bitteren Ende, aber weil ich A's Idee zustimmte, wollte B nicht alleine draußen bleiben und stimmte zu, ebenfalls mitzukommen. Wir kletterten über einen Abschnitt der Tür, der keinen Stacheldraht hatte. Als wir alle drinnen waren, hielten wir eine Taschenlampe in der Hand und gingen los. Wir gingen weiter auf dem Weg, von dem wir gerade gekommen waren.
Hey, wir gehen doch nicht wirklich rein, oder? Fragte ich. Hä? Was meinst du? Wir gehen rein und schreiben unsere Namen auf den gruseligsten Teil ganz drinnen. Ich kann das nicht. Ich bleibe draußen, sagte Bee. A und ich unterhielten uns beim Gehen und versuchten, unsere Angst zu überwinden. Doch schließlich erreichten wir das Gebäude. Die geheime Experimentieranlage. Hey, das ist es, oder? Was ist was? Was meinst du? Plötzlich tauchte ein Gebäude im dunklen Wald auf, umgeben von Bergen. Der Strom schien noch an zu sein, da ringsherum Lichter brannten. Auch im Gebäude brannten die Glühbirnen. Das sieht wirklich aus wie ein Krankenhaus, sagte ich. Ja, das ist es, wovon ich spreche. A lächelte. Findest du das nicht auch etwas seltsam? Fragte B. A und ich sahen ihn an. Naja, ich meine, habt ihr auf dem Weg hierher irgendwelche Stromleitungen gesehen? Einen Moment lang erstarrten A und ich beide. Vielleicht haben sie ja ihren eigenen Strom, schlugen wir vor und versuchten, eine sinnvolle Erklärung dafür zu finden. Und dann näherten wir uns dem Gebäude. Es war ein schlichtes, zweistöckiges Gebäude ohne Buchstaben oder Schilder an der Außenseite. Als wir vor dem Eingang standen, bemerkte ich etwas Seltsames. Die Eingangstür ist offen. Es war, als würde es uns hereinbitten. Die vordere Glastür war offen. »Hey, warte mal!« schrie Bee, bevor wir eintraten. »Was? Mann, hör auf, den Schwanz einzuziehen!« »Willst du wirklich hier warten?« »Warte mal!« Bee leuchtete wieder mit seiner Taschenlampe auf die Außenseite des Gebäudes. Das kam ihm seltsam vor. Das Gebäude war sauber. Zu sauber, als wäre es erst vor ein paar Jahren gebaut worden. Es war unglaublich für ein Gebäude so tief in den Bergen. Bee leuchtete mit seiner Taschenlampe in den zweiten Stock. Eine Krankenschwester in weißer Kleidung mit blassem Gesicht schaute auf uns herab. In dem Moment, als sich unsere Blicke trafen, verschwand sie im hinteren Teil des Gebäudes. Ah! Was? Was ist los? Was ist passiert? Ich schien der Einzige zu sein, der sie gesehen hatte. Oh. Habt ihr das nicht gesehen? Ich zitterte und versuchte zu erklären, aber sie glaubten mir nicht. Ach komm, das sagst du nur, damit wir nicht reingehen. Hast du jetzt auch Schiss bekommen? Mann, hör auf damit. Hey, ich kann das nicht mehr, okay? Hör auf, herumzualbern, sagte Bee. Anscheinend hatten die beiden auch langsam Angst bekommen. Die Sirene auf dem Dach des Gebäudes ertönte erneut. Sie war so laut, dass ich befürchtete, mein Trommelfell würde platzen. Ja! Meine Ohren! Wir rannten in das Gebäude und knallten die Tür hinter uns zu, um dem Lärm zu entkommen. In dem Moment, als wir hineingingen, verstummte die Sirene draußen. Was zum Teufel war das? Sagte A und versuchte, die Tür zu öffnen. Er rüttelte an der Klinke. Hä? Er rüttelte erneut. Was zum Teufel? Er schüttelte die Klinke heftig und begann dann, dagegen zu treten. Bee und ich dachten, er wolle uns wieder Angst machen, aber es schien, als ließe sich die Tür wirklich nicht öffnen. Wir mühten uns ab, die Tür zu diesem Krankenhaus unter dem schwachen Licht zu öffnen. In dem Moment, als mir klar wurde, in welcher Situation wir uns befanden, war es, als würden Tausende von Insekten über meine Haut krabbeln. Es dauerte nicht lange, da hörten wir ein anderes Geräusch. Als würde etwas knarren. Wir drehten uns in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Und ein Rollstuhl kam aus der Dunkelheit den Flur entlang auf uns zu. Bee und ich schrien auf, aber A schrie stattdessen den Rollstuhl an.
Hey! Hör auf mit dem Quatsch! Wer ist da? Bist du das, Jeff? Er sprach von dem Senior, der uns früher am Tag den Befehl gegeben hatte, hierher zu kommen. Damit machst du uns keine Angst! A ging auf den alten Rollstuhl zu und versuchte ihn zu treten, aber im selben Moment hob ihn etwas mit Gewalt in die Luft und setzte ihn dann genau auf diesen Rollstuhl. Ah, hey, was zum Teufel? Er drehte sich zu uns um. Helf mir! Bevor er seinen Satz beenden konnte, flog der Rollstuhl mit erschreckender Geschwindigkeit zurück in die Dunkelheit. B und ich waren so verängstigt, dass wir uns für ein paar Sekunden nicht bewegen konnten. Auch schreien konnten wir nicht. In diesem Moment, als wir erkannten, dass alles hier Realität war, dass das gerade wirklich passiert war, brach die Lähmung, die uns ergriffen hatte, ab. Scheiße, Scheiße! Lasst uns raus! Lasst uns raus! Schrien B und ich und hämmerten gegen die Eingangstür. Wieder knarrte etwas. Diesmal tauchten zwei weitere alte Rollstühle aus der Dunkelheit auf. Wir drehten uns um. Wir sahen sie. Wir schrien. Mit blassen Gesichtern begannen wir erneut gegen die Tür zu hämmern. Die blasse Krankenschwester stand auf der anderen Seite der Tür und starrte uns an. Wir schrien weinend und in Panik auf. Und dann wurde ich ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, wurden B und ich von Krankenschwestern in den Stühlen geschoben. Ich drehte mich zu ihm und er starrte mich mit starrem und leerem Gesicht an. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht sprechen. Und B schien das gleiche Schicksal zu erleiden. Er wurde ebenfalls von einer Krankenschwester mit blassem Gesicht geschoben. Eine andere tat wahrscheinlich dasselbe mit meinem. B's Stuhl wurde zuerst in den Raum geschoben. Selbst als ich ihn von hinten ansah, konnte ich sehen, dass sein Körper für einen Moment vor Angst zuckte. Dann wurde mein Stuhl hinter ihn geschoben. Genau wie bei B zuckte mein Körper für einen Moment. Ich war so verängstigt, dass ich mich einnässte. Es war ein Operationssaal. A war auf dem Operationstisch festgebunden und sie sezierten ihn bei lebendigem Leibe. Als er uns sah, schrie er und Tränen liefen ihm über die Wangen. Einige Männer, die aussahen wie Ärzte, standen um ihn herum. Sein Bauch war offen wie bei einem Frosch, während sie nacheinander Organe entfernten. B und ich saßen auf unseren Stühlen und beobachteten ihn weinend. Die Ärzte gaben den Krankenschwestern, die unsere Stühle schoben, einen stummen Befehl. Ich verstand nicht. Und dann wurden wir an einen anderen Ort gebracht. Die Stühle knarrten. Es war ein Raum wie eine Gefängniszelle. Wir wurden an ein Bett gefesselt und die Krankenschwestern gaben uns eine Spritze. Angst überkam mich, als mein Bewusstsein zu schwinden begann. Und dann wurde ich ohnmächtig. Hey. Hey. Hey, wach auf! Als ich aufwachte, riefen meine Mitschüler aus der Oberstufe besorgt meinen Namen. Ich sprang plötzlich auf. Ich war in unserem einzigen Krankenhaus auf dem Land. Ich sah hinüber und B lag in einem Bett neben mir. 2 Tage waren nun seit unserer Mutprobe vergangen. Ich fragte den Arzt, was passiert war und warum ich hier war. Er erzählte mir, dass unsere Lehrer am nächsten Tag besorgt waren, als wir nicht zur Schule kamen, und sie den Lehrern von der Mutprobe erzählten. Am Abend machten sie sich dann auf die Suche nach uns, und mehrere Lehrer fuhren mit dem Auto zu dem verlassenen Krankenhaus. Scheinbar stießen sie nicht auf den umgestürzten Baum, den wir auf unserem Weg gefunden hatten. Sie fanden unsere Fußabdrücke hinter dem Stacheldraht und folgten ihnen ins Gebäude.
Als sie sich umsahen, fanden sie uns alle schlafend in verschiedenen Räumen. Ich weinte und erzählte dem Arzt alles, was uns widerfahren war. Aber während er zuhörte, neigte er den Kopf. Alle Menschen, denen wir davon erzählten, weigerten sich, uns die Geschichte zu glauben. Also brachten wir sie dazu, uns zum verlassenen Krankenhaus zu begleiten. Als wir es bei Tageslicht sahen, waren wir schockiert. Das gesamte Gebäude war niedergebrannt. Es ähnelte kaum einem Gebäude und sah überhaupt nicht wie das saubere Gebäude aus, das wir in dieser Nacht gesehen hatten. Nervös gingen wir hinein und fanden die Räume, in denen wir gefesselt gewesen waren, und den Operationssaal, in dem A gewesen war. A's Name stand auf dem Tisch geschrieben. Als sie ihn fanden, hatte A offenbar vor Schmerzen geschrien, aber keine Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel wirkten, also brachten sie ihn zur Untersuchung in das große Krankenhaus. Sie konnten nichts finden, weder innerlich noch äußerlich. Also dachten sie, es müsse psychisch bedingt sein und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik. Wir besuchten ihn danach noch mehrmals, aber er wurde nie wieder normal. Einige Monate später verlor A komplett den Verstand. Er hörte auf zu sagen, dass ihm etwas wehtat, und brach völlig zusammen, wie eine lebende Puppe. Und was B und mich betraf, so hatten wir weiterhin schlaflose Nächte. Immer wenn die Uhr Mitternacht schlug, konnten wir die Sirene aus dem verlassenen Krankenhaus hören. Was war das nur für ein Ort? Und was war dort geschehen? Die einzigen Aufzeichnungen, die wir finden konnten, besagten, dass es sich um ein ehemaliges Militärkrankenhaus handelte, das nach dem Krieg abgebrannt war.